Jo, Leute, was geht? Wir sind nach 8 Trilliarden Jahren. Es ist jedes Mal wieder so lange. Nach 8 Trilliarden Jahren sind wir mal wieder zurück zu einem neuen Projekt. Und ihr seht es im Hintergrund schon anlaufen und ihr hört es auch schon in gewissermaßen. Aber naja, es ist nicht der originale Sound, weil wir werden so ein bisschen mit Speed-Up arbeiten und Speed-Up mit, naja, normalem Sound ist scheiße. Naja, deswegen im Hintergrund einfach Soundtrack von den Spielen selber. Freunde, und zwar spielen wir nicht einfach nur Pokémon Emerald, weil das wäre ja total boring. Ich habe in den letzten Wochen, habe ich so ein bisschen angefangen, mich mit dem ROM-Hacking auseinanderzusetzen in den letzten Wochen, Monaten, whatever. Und dabei habe ich angefangen, Pokémon mit einer AI zu schreiben. Und das Ganze ist unglaublich lustig, macht unglaublich viel Spaß, bietet unglaublich viele Möglichkeiten. Und dementsprechend, Freunde, ihr seht es, hier ist ein angefangener Spielstand. Den spielen wir aber nicht weiter. Nein, wir spielen heute Pokémon Emerald AI. Und zwar mit unglaublich vielen Features. So, womit habe ich angefangen? Naja, im Prinzip kann ich hier schon mal so ein bisschen durchscrollen, während ich erzähle. Ich habe damit angefangen, dass ich natürlich sämtliche Pokémon, die in den Gens von 1 bis 3 da sind, in dieses Spiel reinpacke. Habe ich sämtliche Legendaries auch schon drin? Nein. Habe ich insgesamt dieses Spiel schon komplett fertig? Nein. Das ist im Prinzip dann eine Pre-Alpha, kann man das so sagen? Wo ich euch halt einfach mal zeige, so, was in diesem Spiel bis jetzt überhaupt so geschehen ist, was ich alles geändert habe, um das Ganze so ein bisschen zu veranschaulichen. Spielen wir das Ganze dann einfach mal ein bisschen. Natürlich werde ich euch die irrelevanten und langweiligen Szenen dann irgendwann mal rausschneiden. Aber im Endeffekt gibt es ja aktuell unglaublich viel zu erzählen. So, was ist in diesem letzten halben Jahr passiert? Ich meine, in diesem letzten halben Jahr ist unfassbar viel passiert. Aber als erstes fangen wir mal an mit unserem Starter-Pokémon. Denn ich habe gesagt, gut, wir behalten Treecko als Starter-Pokémon, wir nehmen Glumanda dazu und wir nehmen noch Kanimani dazu. So haben wir aus jeder Generation einen Starter und der jeweilige Starter, der jeweiligen Generation wird dann auch der Rivalenstarter. Warum nehme ich Glumanda? Ganz einfach, ich habe bis jetzt nur das Gegnerteam für Glumanda fertig gemacht und dementsprechend nehme ich einfach Glumanda. So, was haben wir hier geändert? Hier seht ihr schon die erste riesengroße Änderung, die es in diesem Spiel gibt, weil wir haben uns ja alle immer diesen Garten von Professor Eich, von sämtlichen Professoren gewünscht. Dementsprechend habe ich gesagt, okay, wisst ihr was, wir machen so einen Garten. So, und was ist in diesem Garten, mal abgesehen davon von den Texturen, die hier noch fehlen, was ist in diesem Garten? Ganz einfach, da sind sämtliche Starter der Gens 1 to 3, einfach alle da drin. Was haben wir noch da drin? Naja, ganz einfach, Pikachu, Evoli und Togepi. Weil ganz ehrlich, im Endeffekt gehören sie doch irgendwie schon zu den Startern. Ich meine, Togepi jetzt nicht so ganz, aber Pikachu und Evoli, ja, doch schon ein bisschen, ne? So, was ist noch passiert? Was habe ich hier noch getan? Ganz einfach, wird man wahrscheinlich, da ist ein Pikachu, wird man wahrscheinlich auch im, das kann ich erklären, wird man wahrscheinlich auch im Laufe des Spielverlaufs dann sehen, ich habe die Shiny-Rate unglaublich krass angezogen. Und wenn ich sage unglaublich krass, dann meine ich nicht nur einfach, ich habe sie verdoppelt, ich habe sie verdreifacht, ich habe sie vervierfacht. Nein, ich habe die Shiny-Rate auf ungefähr 1 in 260 angehoben. Das ist ungefähr, ja, weiß ich nicht, ich bin schlecht in Mathe, ihr wisst es ja. Naja, zum Vergleich, die ursprüngliche Rate ist ja irgendwie 1 zu 8192 oder so, dementsprechend, naja. Ihr habt es auf jeden Fall gerade schon gesehen, Mai hat auf jeden Fall den Kanto-Starter, im Gegensatz dazu Glumanda. Und dementsprechend wird sie dann auch ihren Kanto-Starter beibehalten und das wird relativ spannend im Umkehrschluss. Wenn ich mich recht entsinne, habe ich die Starter auf jeden Fall beibehalten in den Mai-Teams, ich bin mir nicht ganz sicher. Naja, gut, Leute, jedenfalls, was ist in dem letzten halben Jahr passiert? Man sieht es vielleicht so ein bisschen. Ich habe hier eine richtig fette Narbe, weil ich wurde operiert zwischenzeitlich. War nicht lustig, ist letzten Endes aus sämtlichen Zahnproblemen hervorgegangen und dementsprechend, naja, musste da dann einfach mal eine Operation ran. Naja, egal. Zurück zum Spiel. Erstmal, was habe ich noch gemacht? Ich habe die Möglichkeit gegeben, hier Meisterbälle zu kaufen. Warum gebe ich die Möglichkeit, Meisterbälle zu kaufen? Ganz einfach, ich persönlich bin der Meinung, dass es sinnlos ist, 100 Millionen verschiedene Pokébälle auf ein einziges Pokémon zu schmeißen, bis es dann mal reingeht. Ihr seht es, was habe ich noch gemacht? Ich habe Rare Candies in den Shop geaddet. Wird das beibehalten? Das weiß ich noch nicht. Ich persönlich denke, an sich ist es natürlich ganz cool, wenn du nicht permanent grinden musst, um halt auf das Level wieder zu kommen, auf das du kommen musst für sämtliche Arenen, weil, das verrate ich auch vorab,
Die Levelkurve ist brutal. Also ihr werdet auf jeden Fall in der Liga auf Level 100 ankommen, ob ihr wollt oder nicht. Ich weiß noch nicht, ob ich die Funktion mit den Rare Candies beibehalte oder ob ich es nicht beibehalte. Ich meine, im Endeffekt ist es halt auch ganz gut challenging, wenn du mal nicht die Möglichkeit hast, einfach permanent und Giga zu überleveln und vielleicht auch einfach mal dann die Challenge so annehmen musst. So, auf jeden Fall, was mache ich jetzt auf jeden Fall, bevor wir zur ersten Arena aufbrechen? Beziehungsweise was heißt zur ersten Arena, bis wir überhaupt zu den ersten Trainern aufbrechen? Ich bastel mein Team mit ein bisschen Coverage, ganz einfach, um halt ein bisschen Coverage zu haben. Was wir natürlich auch machen könnten, das wäre natürlich giga lustig, aber würde jetzt wahrscheinlich einfach den Zeitrahmen für mich sprengen, weil ich habe überhaupt gar keinen Bock, jetzt so Ewigkeiten dran zu sitzen und so lange zu brauchen. Ich könnte auf Shiny-Jagd gehen. Ich hatte sogar mal vor, als Shiny-Lock zu spielen, aber im Endeffekt, naja, wir werden sehen. Freunde, in diesem Spiel gibt es einfach so unglaublich viel zu erzählen. Ne? Ich weiß gar nicht, ob ich zu einem komme, beziehungsweise ob mir überhaupt alles einfällt. Was hat dieses Spiel noch? Bessere Frage, haben wir schon volles Team? Nein, und es fehlen noch zwei Mitglieder. Okay, und ich weiß auch ehrlich gesagt schon, was ich da haben will. Das, ja. So, das nehme ich von hier und von da oben. Ihr seht es schon, Leute, ich habe sämtliche Pokémon auf sämtlichen Routen so ein bisschen adjusted. Einfach, damit ihr vorm ersten Arena-Orden schon die Möglichkeit habt, euer Team entsprechend anzupassen, euer Team entsprechend für sämtliche Gegnerteams fertig zu machen. Ich level die Pokémon jetzt gerade mal so weit, dass sie ihre erste Nebenbei-Attacke noch bekommen. Also ihre erste stärkere Attacke mitbekommen, damit der erste Fight gleich ordentlich machbar ist. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich die Rare Candies beibehalten möchte. Das wird sich dann im Laufe des Projekts zeigen. Das wird sich dann auch im Laufe der Updates zeigen. Wenn, Leute, und das sage ich schon mal vorab, wenn einer von euch Lust hat, das Projekt mitzuverfolgen, wenn einer von euch Lust hat, an dem Projekt teilzunehmen und mir Tipps zu geben, was kann ich noch anders machen, was sollte ich noch anders machen, was werde ich noch anders machen, bla bla, dann lasst es mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen, dann können wir uns miteinander in Verbindung setzen und ich kann vielleicht einfach in der nächsten Folge dann mal den Link zu dem Spiel reinpacken. So, jetzt aber eine andere Geschichte, was ist das für ein Trainer? Das kommt einem doch bekannt vor. Naja, es ist Nightmare. Nightmare wird der neue Zusatzrivale. Das wird ein Abbild eurer selbst. Nightmare wird unfassbar krasse Teams haben. Soll dementsprechend ansatzweise schwer sein. Und euch auch im Laufe des Spiels unglaublich challengen. Ich persönlich freue mich schon mega darauf. Weil ich weiß selber noch nicht ganz genau, was für Teams ich Routen gebe. Wie gesagt, im Endeffekt gebe ich die Teams nicht. Sondern, und das ist halt ein riesengroßer Punkt. Ich habe es nicht gesehen, was er einwechselt. Egal. Das ist ein riesengroßer Punkt an Pokémon AI. Beziehungsweise einer Emerald AI. Ich mache das Ganze ja, wie gesagt, mit einer AI, das heißt mit einer künstlichen Intelligenz, die mir mehr oder weniger vorgibt, was für Teams ich basteln kann. Ich frage dann, yo, kannst du mir mal so ein Team geben mit, weiß ich nicht, 5 starken Pokémon? Und dann macht diese AI das. Das gleiche, ne, mit irgendwelchen anderen Anzahlen an Pokémon und dann macht diese AI das. Das Ganze ist mega cool, wie gesagt, macht mega Spaß, da kommen mega geile Teams bei raus. Ich meine, hätte ich jetzt nicht so krass overlevelt, sondern wäre auf Level 5 geblieben, wäre es mit der Coverage dann auch schon ein bisschen schwerer gewesen, wenn man mal ehrlich ist. So, hier, wie gesagt, wieder neue Teammitglieder, die man sich fangen und gönnen kann. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was ich auf jeder Route habe, aber auf jeden Fall sind alle Pokémon von Gen 1 bis 3 implementiert. Legendaries noch nicht, sage ich wohlgemerkt. Ich sage auch wohlgemerkt, dass wenn es von euch welche geben sollte, die an diesem Projekt teilnehmen möchten, aktueller Stand ist, dass sich nur bis nach Watson die Teams der Trainer geändert habe. Hat den ganz einfachen Hintergrund, es ist unfassbar viel Arbeit, diese Teams zu ändern. Es ist unfassbar viel Arbeit für sämtliche Trainer, Custom-Teams zusammenzustellen. Und zwar nicht einfach nur, weil ich irgendwelche Pokémon da drin haben möchte oder weil ich diese Pokémon irgendwie einfach ein bisschen schwerer haben möchte. Nee, ich möchte zusätzlich noch teilweise, dass die Pokémon noch Items tragen, dass die Trainer verschiedene Teams haben, verschiedene Varietät da reinbringen, dass die dann auch mal schwerer sind, bla 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 bla. Dementsprechend ist es gar nicht so einfach, wie es sich vielleicht auf den ersten Blick anhört. Aber ich bleibe auf jeden Fall dran, das ist gar keine Frage.
wie schnell das Ganze dann geht, das wird sich rausstellen. Wie gesagt, ist ein krasser Bunch Arbeit, aber naja, gut. Dementsprechend werde ich auch, wie gesagt, wenn da Interesse besteht, werde ich auch entsprechend dann die Update-Links für euch zur Verfügung stellen, sodass ihr dann auch immer auf dem aktuellen Stand seid, wie weit das Spiel gerade ist und dementsprechend halt auch eventuell weiterspielen könnt. Oh, genau. So, ihr seht auf jeden Fall jetzt gerade schon mal bei den ersten Teams, die sind gar nicht mal so schwach, auch wenn die meisten nur 3 Pokémon haben. Deswegen, das ist, wie gesagt, relativ challenging gemacht. So soll es halt auch sein. Ich finde, gerade wenn man sich die Original-Games so anguckt, fehlt das halt einfach, dass die Games halt einfach null challenging sind. Ich meine, mein Ziel ist es halt nichtsdestotrotz, so das Spiel soll im Endeffekt trotzdem nuzloggable sein. Also das sollte auf jeden Fall der Fall sein. Ich möchte es jetzt nicht unfair schwer machen, à la Pokémon Emerald Kaizo. Das wäre Quatsch mit Soße. Aber ich möchte es auf einem Level halten, dass es halt... Das war nicht schlau. Dass es halt auf jeden Fall deutlich schwerer ist als die Original-Games. Aber wie gesagt, nicht unmöglich, weil das würde den Rahmen sprengen. So, dieses Shroomish hier zum Beispiel, das ist relativ unfair. Vor allem ist es halt einfach Level 10. So, und dann, ne, das meine ich halt von wegen, dass die Teams halt relativ stark sind und dementsprechend man auch schon mal mehrere Versuche für einen Trainer überhaupt braucht, außer man crittet hier gerade so rein wie ich, dann braucht man das natürlich nicht. Gut, Freunde, wie gesagt, wir sehen uns dann, wenn es den ersten wichtigen Kampf gibt. Und das wird ja wahrscheinlich dann das wird wahrscheinlich erst ein Trainer sein, der dann wieder ansatzweise härter ist. Bis dahin werde ich meine Pokémon trainieren. Ihr seht es natürlich auch ein bisschen, die Overworld ist auch ein bisschen verändert. Hat den ganz einfachen Hintergrund. Ich möchte, dass einfach manche Trainer mandatory sind, dass die einfach nicht geskippt werden können. Und man dementsprechend einfach nicht die Wahl hat. Ich werde natürlich, oder beziehungsweise ich habe auch schon teilweise Trainer entfernt, weil ich dann der Meinung bin, dass es dann teilweise zu overgrindy wäre, bis man zum nächsten Trainer, bis man zum nächsten Arena-Leiter kommt. Aber, naja, meine persönliche Meinung. Eure persönliche Meinung könnt ihr mir selbstverständlich gerne in den Kommentaren da lassen. Wie gesagt, ich kenne die Trainer alle gar nicht mehr so genau. Ich weiß nur, dass sie größtenteils relativ challenging sind. Das weiß ich, das ist das Wichtigste. Und wenn ihr genauso Bock darauf habt wie ich, und ich habe giga Bock darauf, sowohl das Ding zu spielen, wie auch das Ding weiterzuschreiben, dann lasst es mich auf jeden Fall wissen. So, ich glaube, ich kann mich daran erinnern, dass die alte hier relativ stark war, und zwar auch schon relativ unfair stark. Aber ich bin nichtsdestotrotz gespannt. Hier zum Beispiel einfach schon einen Mighty Jenner, was ich tatsächlich... Ich finde es grenzwertig. Sagen wir, ich finde es grenzwertig. Ich finde es nicht zu schwer, weil ich ja wie gesagt auch der Meinung bin, dass gerade die ersten Trainer auch mal eine Verstärkung gebraucht haben. Aber ich finde es halt auch nicht so schwach. So, jetzt haben wir hier noch das Taylor als letztes. Das dürften wir eigentlich noch hinbekommen. Und ich möchte nicht, dass mein Dings stirbt. Einfach schon mit dem Aerial Ace am Start, ne? Ist halt auch so eine Sache. So, aber haben wir auf jeden Fall. Ne, wie gesagt, das ist auf jeden Fall einer der schwereren Fights hier am Anfang. Auch so ein bisschen einfach als quasi Gebietabkappung, so nach dem Motto, Gebiet ist vorbei, hier hast du mal einen schwereren Gegner. Die Idee finde ich halt auch eigentlich ganz geil. So, was auch tatsächlich noch ist, was ich tatsächlich voll vergessen habe zu erwähnen, ich habe stellenweise die Typen geändert. Und zwar sowas wie zum Beispiel, dass Gyarados halt einfach kein Wasserflug-Pokémon ist, weil das halt einfach übelster Quatsch mit Soße ist, sondern dass Gyarados dann zum Beispiel ein Wasserdrache-Pokémon ist. So, sowas. Jetzt hat sogar einfach die Musik gepasst, cool. So, dass es halt einfach deutlich mehr Sinn macht. Ne? Ich meine, seien wir mal ganz ehrlich, das sind Sachen, über die haben wir uns schon seit Gen 1 aufgeregt und über die werden wir uns wahrscheinlich auch unser Leben lang aufregen. Dementsprechend sind das halt Sachen, die ändert man dann einfach. Und dann ist es ganz einfach. Was ich tatsächlich auch geändert habe, wo wir schon bei dem Punkt sind. So, dieser Typ hier sollte uns einen XP-Share geben. Perfekt, haben wir XP-Share. Können wir das schon mal... Okay. Das war nicht geplant. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle einfach mal Pause. Ich weiß nicht, wie dieser Bug zustande kommt. Das war echt nicht geplant, dass das so zustande kommt. Wir haben jetzt auch nicht gespeichert, was ziemlich ungünstig ist. Aber
Wir sehen uns in Folge 2 dann einfach wahrscheinlich mit einem anderen Team wieder. Trotzdem relativ gleiches Level. Vielleicht nur ein paar Shinies, wer weiß. Wie es dann steht, wie ich Bock habe, das Ganze zu farmen. Nichtsdestotrotz, es hat mich tatsächlich sehr gefreut, dass ich mal wieder am Start war, dass ich mal wieder für euch am Start war. Ich hoffe, ihr freut euch genauso, dass ich mal wieder am Start war. Dementsprechend kürzere erste Folge. Aber ich wollte das Ganze nur mal vorstellen für euch, von mir. Einfach selber gebastelt. Wie gesagt, schreibt mir weitere Anregungen unglaublich gerne in die Kommentare. Vielleicht noch ein paar Custom Battles. Vielleicht noch, weiß ich nicht, ich könnte Sprites von Pokémon ändern, dass sie anders aussehen. Ich könnte vielleicht ein paar eigene Pokémon Sprites machen. Vielleicht eine neue Evolution oder so. Fände ich, glaube ich, ganz geil. Müsste ich halt nur gucken, ob und wie ich das hinbekomme. Vielleicht irgendwelche unwichtigen Pokémon raus. Vielleicht irgendwelche unwichtigen Pokémon ändern oder so. Wie gesagt, schreibt mir all eure Herzenswünsche einfach in die Kommentare. Ich versuche sie in diesem Hack umzusetzen. Bei der Pokémon-Auswahl bleibt mir leider aktuell nur Gen 1 bis 3 zur Auswahl. Aber seien wir mal ganz ehrlich, das waren auch eh noch die coolsten Pokémon, oder? Ja, Gen 4 war auch noch cool. Okay, aber das waren auf jeden Fall die coolsten Pokémon. Dementsprechend Pokémon von Gen 1 bis Gen 3. Neue Pokémon-Ideen. Vielleicht noch neue Kampfideen. Vielleicht Teamideen. Vielleicht Teamideen für irgendwelche Arena-Leiter. Haben wir jetzt leider noch nicht gesehen. War eigentlich der Plan, aber naja. Dementsprechend, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall irgendwann in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen, in einer zweiten Folge. Wenn ihr mehr Bock auf dieses Projekt habt, lasst es mich auf jeden Fall wissen. Ich bin, wie gesagt, hyped as fuck. Dementsprechend, Freunde, Daumen hoch scheppern, abonnieren nicht vergessen. Vielleicht schaffen wir ja mal wieder ganz random aus dem Off irgendwelche Plus-Abos. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge oder im nächsten Stream. Mal gucken, wann das kommt. Ich meine, der letzte ist ein halbes Jahr her. Keine Sorge, der nächste lässt nicht so lange auf sich warten. Vielleicht nur ein Vierteljahr. Und dann würde ich sagen, Freunde, bis dahin bin ich raus. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Peace out. Und ciao.